Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Hier seht ihr, wie mega kaputt dieses Spiel noch ist. Liebe Techniker von den Elevent House Games, bitte löst mal endlich diese Probleme. Ich habe jetzt das ganze Spiel neu runterladen müssen und den Grafikmanager Ding löschen hier. Und habe das als Dank, oder? Diese LA Graphics Manager musste ich löschen, noch extra, weil sonst hätte ich nur Options A und so Sachen. Also nur, dass ihr wisst, wie das Spiel mega kaputt ist, oder? Ich kann zum Beispiel nicht alle auf High machen, sonst stürzt bei einem Level ab. Ich tue jetzt einfach mal den Charakter nochmals neu laden und dann geht auch wieder dieser dumme Zoom-Bug. Das ist völlig einfach kaputt ist, oder? Ihr seht hier auch, Meteor ist auf Level 75, der war ja auf Level 65 oder so und jetzt auf 75. Und ja, ich habe jetzt mehrere Male gebraucht, bis ich wieder aufnehmen konnte, ohne Abstürze und so, weil irgendwie ist so eine Kettenreaktion zwischen Screen Space Reflection und Ambient Occlusion, was das Spiel immer zum Absturz bringt. Ich hoffe, jetzt geht's. Wir haben hier auch nochmals die Level. Und in diesem Level hier, wenn Guy Stronghold, ist es abgestürzt. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ich renne aber durch, damit ihr euch auch nicht so gelangweilt fühlt jetzt gerade. Eben das Game ist eine Vollkatastrophe in Sachen Technik. Vor allem mit dem Open Broadcast Software zusammen oder mit Twitch Studio. Und es gibt ja auch keine anderen besseren Aufnahme. Programme. Alle haben irgendwie Probleme, auch bei der Grafik oder bei der Performance. Es liegt einfach an Windows 11 RAM, oder? Und da muss einfach, jo, Elevent House Games mal etwas Besseres machen oder die Engine auch wechseln. Ich habe es auch gesehen bei einem Kollegen, der hat so ein Dino-Spiel gemacht, 2D-Spiel. Es ist sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, wieso die Entwickler auf so einer Müll Engine eigentlich ein Spiel entwickeln, das so anspruchsvoll auch ist. Ist ja klar, dass das immer irgendwie zurückgesetzt wird mit dem Grafikmanager und so weiter, dass es nur noch Option A ist und so. Ja, das ist ein richtiger Moch. Also, ich kenne kein Spiel, das schlimmer Performance-technisch ist. Also mit diesen Performance-Problemen ab und zu. Sogar der ganze PC überlastet wird in einem Dschungellevel und so. Das habe ich jetzt mit dem Meteor auch gehabt, mit dem Meteor Saucer. Und es ist einfach so mega heftig heiß geworden. Gut habe ich MSI Afterburner, sonst würde das wahrscheinlich mein ganzer PC zerstören. Mit wahrscheinlich so 100 Grad heiß oder mehr mit der Zeit. Also das ist einfach eure Lüftung immer wie heißer wird, immer wie heißer oder immer wie weniger machen kann, um es abzukühlen und dann einfach der PC abschmiert. Ich weiß noch, auf Windows 11 ist es nicht so gewesen, also schon ein bisschen Probleme, aber viel weniger. Und Windows 11 hat das einfach irgendwie so verdoppelt oder verdreifacht. Weiß es auch nicht, aber so in einem solchen Zustand ein Spiel ohne Patch seit 2 Monaten, sogar 3 Monaten bald, ist einfach der Patch schon alt. Nichts verbessern, das ist schon eine Ignoranz seinesgleichen vom Entwickler. Also wenn der etwas macht, dann ist es einfach zu spät schon. Ich weiß es auch nicht, aber glücklich auf diesen Entwickler werde ich nicht mehr. Ich spiele das Spiel, weil es sehr viel Spaß macht. Aber wenn ich immer Abstürze habe, jetzt ist es eben gegangen. Ich habe es jetzt auch wieder so ein bisschen rausgekriegt. Jo, dann. Ja, sollte einfach besser gehen. Ich muss mal kurz schauen, was ich hier noch gehen muss. Überhaupt. Da eben der ganze PC auch abgestürzt ist mit einem Bluescreen. Nach dem dritten Start von Last Epoch mit Crashs wird immer eine weitere Instanz reingetan. Also nach dem ersten Absturz ist es 2-mal offen, das Spiel. Und beim zweiten Absturz ist es 3-mal offen und so weiter und dann stürzt das komplette System ab. Jetzt muss ich mal kurz schauen, bevor ich da... Genau da. Jetzt muss ich mal kurz schauen, das ist noch 12. Das Durability. Ja. Also hier ist 12.
Na, machen wir zuerst den Advanced Threshold. Dann wieder mal ein bisschen zäher werden. Also es ist einfach, ja. Nach dem ersten Crash sollte ich eigentlich ein PC neu starten. Das kann ich während einer Aufnahme nicht machen. Ich habe ja eben eine Aufnahme schon vorher gehabt. Und, okay, das ist ja ein Bug. Ich will wurde teleportiert. Okay. Es ist schlimmer als Bugnum. Ja, Champions of Regnum. Nennt man sozusagen Bugnum. Ja, und die haben ja wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Spiele wie Last Epoch. Ja. Das ist wahrscheinlich viel, viel weniger. Und was kann man dazu sagen, oder? Ich habe es halt aufgehört, dass es wirklich schlimm wurde. Auch mit den Spielern, die wurden extremst toxisch. Ich kann es gerne wieder weiterspielen, wenn die Spieler nicht mehr so toxisch sind und einfach ein neues Update kam. Aber ich glaube, es kommt kein neues, gutes Update mehr. Es ist momentan schon am Moon testen und so. Updates bringen. Aber wie gesagt, es lohnt sich nicht, oder? Es ist für mich nicht spielbar momentan. Jo. Und bei Last Epoch auch, da gibt es neue News. Es gibt einen neuen Boss, der aussieht wie eine Robbe oder so etwas. Also es kommt mir so vor, ein Wal oder was es genau ist, weiß ich nicht. Einfach ein Bild gesehen, das aussah wie eine Robbe. Hat sich so komisch bewegt im Video. Es kam ein Bild und ein Video davon. Den habe ich erst besiegt, da weiß ich, wie er geht. Wieder ein bisschen besser. Ja, es ist echt schwer. Und ja, weil Transport Fever 2 auch nicht mehr abstürzt, scheinbar, mache ich von dem wieder ein paar Videos noch, extra. Aber ich werde schauen, dass ich noch mehr Last Epoch bringen kann, solange es nicht abstürzt. Also eventuell mal einen Livestream noch machen und so weiter. Der Bildschirm kann ich mir leisten, ich hole ihn mir auch, der gute. Und ja, ich muss ja nicht unbedingt so ganz schnelle Spiele spielen, Eco-Shooter oder so. Und dann haben wir etwas tolle Grafik, vor allem HDR. Ich freue mich riesig auf HDR, aber ich werde ja wahrscheinlich größtenteils manchmal geblendet werden, weil die Lichteffekte noch stärker sind. Jetzt hoffe ich nur, dass es nicht G-Sync ist, dann muss ich das G-Sync wieder abzwingen und das geht sehr lang, weil mehrere Einstellungen nötig sind, um es überhaupt abzustellen zu können. Aber ich bin ja immer wie erfahrener und sonst hab ich hoffentlich auch ein bisschen Hilfe von jemandem, von euch. Also einfach ungeniert mal ein bisschen anschreiben mich oder so, wenn ihr irgendwas feststellt, was vielleicht ihr lösen könnt und ich nicht. Wäre natürlich sehr nett. Ich hoffe es jedenfalls. So. Dieses Reset-Teil da, wie heißt es? Roll Reverse oder so. Muss ich auch noch lernen einzusetzen, wenn ich den zeige. Jetzt habe ich es einfach mal gedrückt. Aber es hat mir nichts gebracht, wenn ich ja voll live war. Okay, dem ausweichen natürlich. Und ja, diesen Teilen hier, diesen Ballisten, die muss ich gar nicht ausweichen. Ich mache es trotzdem, weil ich Spaß habe. Ich bekomme ja nicht viel Schaden durch die. Ja, sicher. Jetzt ist es so schnell, du kannst einfach nicht mehr richtig ausweichen. Boah. In meinem eigenen Spiel habe ich den ersten Dungeon gemacht. Und ja, war richtig langweilig. Ich dachte mir so, ach komm, ich mache ein paar Kisten- und Fässerrätsel und so. Aber die Rätsel sind nicht spannend genug für mich. Weiß es auch nicht, ich muss noch ein bisschen Hilfe haben dadurch. Ich denke mir immer so, ich brauche Hilfe und weiß nicht, ich hole mir nicht Hilfe. Also Rüstung wäre eigentlich nice. Oh, Rüstung. Rüstung und Helm wäre nice. Okay, 2 Temporal Sanctum. Gut. Ah, ich bin so froh, dass es jetzt gerade nicht abstürzt. Weil zweimal in der letzten Aufnahme, die kaputt ging, wegen dem Bluescreenen bei dem zweiten, also beim dritten Start vom Game oder nach dem zweiten Absturz, war mir dann einfach ein bisschen. Das hat mich ein bisschen Debris gemacht. Meine Güte, wieso ist die Technik so scheiße?
wieso Spiel, wieso tut das Game nicht einfach so sagen, okay, ich tue jetzt weniger Verbrauch und die Hintergrund Game-Dateien lösche ich mal oder so. Es ist einfach gar nichts. Die Entwickler sind so mega faul und unerfahren. Das liegt halt auch daran, oder? Sie haben eine Engine, die instabil ist und sie machen nichts, dass das Game dann dass das Game stabiler wird. Sie sind einfach faul, oder? Ja. Das sind türkische Entwickler, die leiden halt sehr und Erdogan und den anderen Islamesen da. Also so wie ich sehe von einer türkischen Mitbewohnerin, ist es einfach der Teil, der Islamesis ist sehr das andere, diktaturisch. Und die Leute, die nicht dieser Religion angehören, also zum Beispiel die Kurden, die sind demokratisch und es gibt so einen Knatsch dort. Ja, momentan ist es auch über 40 Grad heiß dort. Noch heißer, 44 Grad ungefähr. Weiß nicht genau. Ja, sie erzählt recht viel von, was einfach in der Schweiz oder Deutschland viel besser funktioniert. Das ist ein ganz armes Land. Mit eben mehreren Religionen ist es immer sehr schwer, allen es recht zu machen. Oder sie haben einfach irgendwelche Sachen. Also ich habe nichts gegen den Islam, aber die haben irgendwelche Sachen, die andere nicht verstehen können, also Privilegien oder einfach sie müssen es machen, oder? Sie erzwingen es und die anderen leiden davon daraus, oder? Weil sie nicht denen angehören. Das ist halt immer schlecht. Ich weiß nicht, wieso die Leute sich so abgrenzen und alles falsch machen dadurch. Da sind wir in der Schweiz zum Beispiel, wir sind alle extrem demokratisch, wir lassen uns gegenseitig helfen, wir sind nicht diktaturisch, wir brauchen es nicht und so. Viel besser. Es geht uns viel, viel besser. Und Deutschland ist ja auch sehr demokratisch. Aber in Deutschland habe ich so das Gefühl, sie leiden sehr unter der Euro. Sie müssen weggehen. Aber dann ist ja der Hauptsitz, oder? Also der Hauptsitz ist ja in Belgien, glaube ich, oder so. Halt dann einfach völlig schutzlos da. Also das einzige Gute an Euro ist, dass der Zoll nicht da ist zu anderen Euro-Ländern. Mehr ist an der Euro nicht besser. Die Schweiz macht es viel besser. Und das ist halt das Problem, oder? Es wollen so viele Deutsche immer in die Schweiz und wir Schweizer haben keine Ärzte mehr aus der Schweiz, nur noch aus Deutschland. Wir haben keine Pflege mehr, wir haben keine Polizisten mehr. Es kommen alle aus Deutschland und verdienen halt in der Schweiz viel mehr Geld. Und so Friseure kommen aus Frankreich und irgendwelche Bauarbeiter kommen aus Italien. Aber wir Schweizer verlieren einfach unsere Jobs. Naja. So viele in meiner Nähe, die arbeitslos sind. Ich bin immer derjenige, der sagt, mach, änder die Arbeit. Du hast irgendwie mehr Erfolg. Wenn du einfach mal die Arbeit wechselst, dass du eine Arbeit, wo du sowieso keine Chance hast, weitermachst. Lieber nochmal seine Ausbildung machen auf einen anderen Berufszweig. Oder wie ich, einfach Sport machen. Jetzt habe ich eine ziemlich dicke Frau an mir. Fußball zu spielen. Das finde ich so toll, dass sie einfach auch mehr macht zum Abnehmen, oder? Auch wenn sie noch schlecht ist, langsam und reaktionsarm. Aber sie, ja, sie kommt auch mit mir ein bisschen joggen und ein bisschen wandern. Ist wirklich toll. Aber man muss, wenn man dick ist, halt auch ein bisschen mehr machen als Leute, die dünn. Zum Beispiel ich, wenn ich die ganze Zeit game und immer nur fresse, ich nehme nicht zu. Aber andere nehmen dafür mega schnell zu. Ich habe noch nie einen dickeren Bauch gehabt als vielleicht 1 Zentimeter oder so fett. Und jetzt gerade momentan bin ich ultra dünn. Also jetzt spüre ich überhaupt kein Fett am Bauch. Ich habe einfach kein Fett mehr. Weil ich sehr viel Sport mache.
sehr stark jetzt. Ne? Das Bluten hat sich so extremst gelohnt. Das wäre mega geil. Also einfach das Richtige machen. Zum Beispiel einen Experten wie Drago fragen. Drago Basel, der hat immer einen Rat auf Lager. Der auch positiv ist für euch. Wenn ich irgendwie bösartig oder falsch ist. Aber ja, ich habe in letzter Zeit auch sehr viel an mir gemacht. Zum Beispiel, wenn ich mehr Videos drehe. Ja, ist wirklich so. Wenn ich Videos drehe, wenn ich ein Spiel mit euch zusammenspiele, dann geht es mir tausendmal besser, als wenn ich alleine spiele oder einfach mit Freunden, ohne aufzunehmen. Ich werde irgendwie wie motiviert, es euch zu zeigen. Ich weiß, es schauen nicht alle. Hey, hallo. Hey, lass mich hier raus. Ich bin irgendwie im Boden drin. Hey, ich will gern wieder laufen können. Okay, das hat sich gelohnt. Der andere Skill. Valetro Ersal hat mich wieder rausgelohnt. Ich wollte laufen, ich konnte nicht mehr laufen. Ich bin irgendwie in der Treppe festgesteckt. Also eben, es tut mir halt so gut, mir einfach mehr zu geben. Ich muss das und das und das und das machen pro Tag. Wenn ich wenig mache, also nur aufnehme oder so, dann geht es mir einfach nicht gut. Ich muss nebenbei noch Sport machen, ich muss nebenbei noch etwas Gutes essen, etwas Gesundes essen, ich muss viel trinken, ich muss mich eben reichlich bewegen. Erst dann geht es wirklich gut mit Aufnehmen und mit Livestream. Und ich freue mich riesig wieder, wenn ich einfach weniger Nervenprobleme habe, damit ich das auch wieder ein bisschen öfters machen kann und nicht sehr viel muss Sport machen, nicht sehr viel schlafen muss, sondern weniger viel. Das ist wichtig. Und das kannst du natürlich nur machen, wenn du da irgendwo von wirklichen Experten behandelt wirst, wie so in einer Höhenklinik. Da geht mein Asthma dann auch wieder vielleicht weg. Und ja. Okay, nichts mit Lied. Schade. Was haben wir eigentlich hier bekommen? Der Ruby Fangcleaver wieder und der Shard of the Shattered Lands. Nice. Also wir brauchen noch Idole, deshalb nehme ich das Idol hier. Das Idol Echo. Lording Echo. Die echte Echo. Kennt ihr Frau Echo? Das ist die, wo man sagt, hallo Echo, hallo Drago. Und dann sagt sie auch, das ist hallo Echo. Wieso sagt die zurück? Eigentlich hallo Echo. Weil es halt einfach nur ein Echo ist. Das ist die Frage der Fragen. Aber sie müsste ja sagen, hallo Drago. Ich bin die Pussy von nebenan. Kennt ihr sicher von Otto Walkes? Hallo Echo, hallo Otto. Ein Echo ist eigentlich nur das, ja, wie sagt man so schön? Der Ton, also ihr gebt Schallwellen aus und die Schallwellen kommen wieder zurück. Das ist nichts anderes als diese Tonwellen, Schallwellen. Also sagt das Echo eigentlich immer noch das Gleiche. Außer es ist ein bisschen verzerrt. Dann sagt es halt einfach irgendwie so. Hui, sehr interessant. Heute habe ich so gesagt, ja, Englisch ist schon eine geile Sprache. Aber die Betonung muss man auch richtig können. Man hat mir so ein bisschen gefragt. Zum Beispiel Wonderful Life heißt und auch andere Sachen, einfach so, wo man halt in einem Gedicht oder so schreibt, in einem, ja, so einem englischen Brief oder so. Und ich habe sie ihr ein bisschen geholfen mit anderen Sachen, zum Beispiel Switzerland musste ich sagen, oder das heißt auch Schweiz auf Englisch, so Sachen erklären. Und sie hat einfach das ein bisschen falsch ausgesprochen, weil sie noch nicht so gut Englisch kann. Und jo.
War auch richtig witzig, weil ich immer wieder ein bisschen selber nachdenken musste, wie spricht man das aus? Weil man hat es eigentlich immer relativ gut, wenn man es einfach auf Englisch hört und du antwortest auf Englisch, als wenn jemand das auf Deutsch sagt oder Englisch sagt und du musst es in Englisch tonieren. Der Ton einfach richtig, die Aussprache richtig. War noch cool. Ja, dann haben wir ein bisschen Duolingo zusammen gemacht, Englischsprachkurs. Ich musste natürlich kaum etwas lernen, aber sie noch. Ich kann das nicht lange. Also nach einiger Zeit habe ich dann doch ein bisschen Stress irgendwie durch meine Nervenkrankheit. Kann es leider nicht lange üben. Aber ich habe sehr viele Leute immer wieder, die mit mir Englisch reden und dann kann ich es relativ gut. Aber in einem Lernprogramm kann ich das irgendwie durch diesen Stress halt nicht so sehr machen. Weil ich habe das Cortison, also Cortisol heißt ja das Hormon, und Cortison die Tabletten zu wenig habe. Und die funktionieren bei mir nicht richtig. Und Nervenkrankheit ist halt auch ziemlich so, dass du sehr viel abbekommst vom Nervenproblem, also vom. Und jetzt etwas nervig ist, dann ist es für mich viel schlimmer, als es für andere Leute ist. Dadurch, dass es einfach so intensiv in den Kopf gesetzt wird, dass der Kopf einfach sagt, hör auf, Nerven, hört auf, Ding zu machen, diese Signale abzugeben. Und das verstehen viele Leute, die ausgebildet sind, überhaupt nicht. Die Krankheit ist etwas anderes als nur die Psyche. Es hat eigentlich mit der Psyche gar nichts zu tun, weil du kannst die Nerven, ja nicht sagen, hör auf, oder? Es ist nicht vom Gehirn gesteuert. Es ist vom Nervenzentrum eigentlich einfach nur ein Buch, das ausgedruckt wird, also die Seiten werden ausgedruckt und dem Gehirn übergeben. Also ist das nicht psychisch, das macht nicht das Gehirn, das macht der Körper. Und das ist halt so ein bisschen das Problem von dieser Krankheit. Die Leute meinen, sie können mir psychisch helfen, aber ich bekomme von Psychologen nur auf die Schnauze, weil sie eigentlich alles noch schlimmer machen. Tja, was kann man da machen? Einfach zocken mit euch, schön Let's Plays aufnehmen. Das ist einfach das Befriedigste, was ich machen kann. Das befriedigt meine Nerven. Ich spüre meine Nerven gar nicht mehr so. Aber trotzdem muss ich natürlich fit sein und etwas machen, eben Sport machen, was extremst auf die Nerven geht. Auf die körperlichen Nerven, auf die Schmerznerven, oder? Und das ist auch das Schwierige bei mir. Ich kann nichts dafür, ich kann jetzt nicht noch mehr Let's Playen. Ich kann ein paar mehr Folgen machen, ja. Aber auch nur dann, wenn ich nicht Sport machen muss, wenn es zu kalt ist oder zu viel Gewitter draußen ist, dann mache ich mehr Folgen. Aber Livestreamen kann ich dafür den ganzen Tag, aber da muss ich jetzt auch wieder den nächsten Bildschirm haben. Den zweiten Bildschirm wieder, weil ja der zweite Bildschirm kaputt ging. Und dafür brauche ich Geld und das Geld habe ich ja nicht. Aber jetzt habe ich das Geld, seit heute Morgen. Und ja, genau. Jetzt kann ich auch wieder livestreamen. Tut mir leid für die Leute, die mich sehen wollten zum Livestreamen. Aber wenn es dann nicht geht, dann geht es halt nicht. Es ist schwer. Ich bin auch nur ein armer Schlucker. Aber ich sage euch, ich bin der netteste Mensch zu netten Menschen. Wenn wir uns gegenseitig ein bisschen unterstützen könnten. Ich kann euch gut unterstützen, auf jede Art und Weise. Ihr müsst es nur machen. Minion Melee Damage, cool. Das ist etwas für den anderen Bild. Und der Fang ist leider, eine schlechte Version. Ich weiß nicht, wie der andere ist, das Ding, glaube ich, oder so etwas. Also, es ist aber eine bessere Version, die gelb ist, sondern orange. Können wir, glaube ich, auch schauen. Ich habe ihn, glaube ich. Zuerst mal noch im Shop nachschauen. Ja, und eben so, ich
bin halt einfach ein bisschen. Ich habe es einfach ein bisschen schwieriger als ihr. Ich finde es deshalb auch manchmal ein bisschen doof, wenn gesunde Menschen weniger machen können als ich zum Beispiel, der schwer krank ist. Keine Ahnung, wieso es den Leuten so schlecht geht, dass sie so wenig machen können. Und der Mensch muss einfach wieder lernen, etwas mega Gutes zu bewerkstelligen, oder die Qualität hochzutreiben. Aber so wie ich sehe, die meisten Shops, die verlieren an extrem schneller Qualität. Jetzt müssen wir wissen, wo wir ungefähr davon haben. Ich dachte, ich habe ihn erst gewählt, gefunden. Aber ihr könnt ja wahrscheinlich vorstellen, einfach so ein Orange ist der Gelb. Ich glaube, ich habe ihn hier gar noch nicht gefunden. Nur im Singleplayer. Ich spiele ab und zu auch noch Singleplayer, also Singleplayer. Einfach für mich alleine, oder? Für einen Charakter, der nicht im Multiplayer-Modus ist. Und da muss ich alle Saves einfach wechseln. Ich habe ja nicht so viel Zeit, ich muss eigentlich jeden Tag dann wieder eine Folge aufnehmen, oder? Ist ein bisschen schwer. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie viel haben wir? 26 Minuten. Sehr gut. Dann können wir gleich das noch fertig machen. Und dann haben wir wieder eine Folge geschafft. Und das Spiel ist jetzt schon recht weit. Also, ich komme jetzt vorwärts mit dem Bild. Der andere, der Meteorbild, war in diesem Zeitpunkt viel schwieriger. Da es einfach Unregelmäßigkeiten gibt oder dass Meteore einfach einige Zeit nicht runterkommen, habe ich immer so das Gefühl gehabt, ja, ich werde sterben. Weil, wenn ich nicht viele Hits mache, das Ward nicht hochgeht und ich nur Ward gut habe und sehr wenig Leben habe, habe ich immer so gedacht, ich sterbe. Nein, ich bin nicht gestorben, weil ein Meteor runtergekommen ist und so weiter. Und ja, der Bild ist einfach so unschlüsselhaft. Ja. Dass ich immer so ein bisschen gedacht habe, ja, jetzt momentan ja nicht aufnehmen, ich möchte ihn jetzt einfach nicht zeigen, bis ich ein besseres Item gefunden habe, und das Item habe ich nicht gefunden. Es droppt einfach nicht so. Es ist einfach ein Item mit Ward Retention, mit ja, was man einfach auch für diesen Meteorit braucht. Ah ja, mit Mana Strike Level, mit Meteor Level, eine Rüstung. Und ich habe sie nie gefunden. Ich habe so viele Exalted Item Echos gemacht und ich habe es nie gedruckt bekommen. Jo. Und dann war ich eben bei diesem einen in dem nächsten Echo, das jetzt kommt, und das Echo geschafft haben. Und das ist, nein, das ist das Echo, der Boss. Genau, weil das nächste Echo wieder der Drache ist. Emperor of Corps. Oh, ich gegen große Gegner auch schnell alles dann kriege. Einfach ein Top-Bild. Dankeschön für den Guide-Ersteller, den Bildersteller. Aber ein Tip-Topper-Bild. Aber wir sind noch ein bisschen squish. Ja, wir kommen doch noch ein bisschen mehr Schaden manchmal lieber. Das müssen wir noch fixen. Und sonst weiß ich auch nicht genau, was noch. Ja, einfach mehr Blutchance kriegen. Genau. Chance auf Bluten. 23 Chance vor additional Bluty Strike Swords. Das möchte ich dann gerne auch noch ausprobieren, just for fun. Können wir mal in einem Livestream machen? So viele Multi-Strike Swords wie möglich oder so. Einfach irgendwelche speziell coolen Builds ausprobieren. Könnten wir dann ab und zu zwischendurch dann mal einen Livestream machen. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Übersicht, aber keine guten Mods. Ich gehe mal hier hoch als nächstes. Zu diesem Unique. Oder zu Gold. Ich brauche noch Gold für noch mehr Lager. Also dann, Dankeschön fürs Zusehen. War eine tolle Folge. Es ist recht viel passiert in dieser Folge. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr genau haben wollt, sehen wollt, was ich erklären soll oder eben was ich zeigen soll im Spiel. Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielleicht auch wieder mit Webcam. Tschüss. Also nicht nächste Folge, sondern irgendwann mal in einem Livestream. Gut, dann tschüss.